Und damit, hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Lipras mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Und zwar reagiere ich heute mal wieder auf Standard-Skill. Man kennt den Hasen an der Stelle. Ja, wie schon gesagt, wenn ihr schon mal nichts verpassen wollt, gerne Abo-Button, Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Geld und Raum da lassen, würde mich ebenso freuen. Und eine andere Sache, bevor ich jetzt gleich loslegen werde, also, ich habe auf das vorgestrige Video, habe ich mir nochmal angesehen. Und die Leute haben aller Ernstens mich quasi, also haben da richtig viele Dislikes drauf gelassen. Ich habe mir so gedacht, Bruder, es ist ein Video von Trimax, wo ich drauf reagiert habe und die Leute disliken bis zu Tode, obwohl ich nichts gemacht habe. Das Ding ist, ich tue jeden YouTuber in der Videobeschreibung verlinken, dass die Leute sich die Videos auch von ihnen angucken können, wenn sie Bock darauf haben. Und das Ding ist, ich verstehe einfach nicht, warum man so eine Interaktion hat, nur wenn man auf ein paar Videos reagiert. Das Ding ist, wenn andere YouTuber das machen, ist das legitim. Wenn es ein kleinerer YouTuber wie ich macht, dann wird man direkt wieder zu Tode gehatet. Das ist die ganze Zeit diese Schiene, die geht immer hin und her und hin und her. Und ich muss halt an der Stelle sagen, für die Leute, die sich das nicht geben können, dann schaut das Video einfach nicht an. Schaut euch das Video von Trimax selber an, das ist okay, das macht mir auch nichts aus, aber wenn ihr nicht damit leben könnt, dass ich darauf reagiere und noch dazu, ja, einfach ein paar Takte dazu sage, halt darauf reagiere, weil ich es cool finde, was die da machen. Und ja, es ist halt legit cool und alles. Und das Ding ist, ich verstehe dann halt nicht, was man damit erreicht, dauernd irgendwelche Videos zu disliken, wenn man nichts Besseres zu tun hat. Also kann ich in der Situation leider nicht nachvollziehen und ich glaube, ich will das auch nicht. Weil dabei würde wahrscheinlich eh nur Streitigkeiten dabei rumkommen. Wie dem auch sei, wir gehen auch direkt rein. Ich will auch gar nicht so lange rumlabern und let's rock. Leute, ihr glaubt mir niemals, was abgeht. Und zwar Alpha Stein hat mir gerade geschrieben. Und zwar, er hat irgendwas richtig Krasses gefunden. WTF, was hast du gefunden? Alpha Stein soll wohl das seltenste Item auf der YouTuber-Insel gefunden haben. Er hat mir gerade extra geschrieben. Wahrscheinlich. Oh mein Gott, guck mal, er sagt sogar, ich soll schnell kommen. Ich bin wirklich gespannt, was er gefunden hat, weil es könnte. Bro, Zehner. Zehner Alpha Stein will ihn verarschen. Zehner Alpha Stein will Stani verarschen und ihn nur in eine Falle locken, dass Alpha Stein ihn erpressen kann und er ihn dann komplett hops nehmen kann. Wette ich jetzt schon Zehner, aber warten wir mal ab. Ich will da auch nicht mit einer voreingenommenen Meinung rein, aber ich könnte es mir denken, dadurch, dass, ja, Alpha Stein erst letztens in Vive HDs Geheimversteck eingebrochen ist und dort alles geklaut hat, alles zerstört hat und. Also, ich weiß schon Bescheid, also ich bin auf dem Laufenden. Heute wirklich nochmal Game Changer sein. Alpha Stein ist ja unser Verbündeter auf der YouTuber-Insel. Ihr wisst ja, aktuell haben wir einige Probleme mit iCrimex, mit. Ja, Bro, ihr habt Dings, ihr seid verbündet mit Alpha Stein. Mal schauen noch, wie lange, bis er euch wieder in den Rücken fällt. Obwohl mit iCrimex eigentlich nicht so. Das Ding ist, aber in den Videos war er ziemlich gemein zu mir gewesen. Aber ansonsten habe ich ja eigentlich ein gutes Verhältnis zu Max. Also ich glaube, aktuell haben wir eigentlich das größte Problem mit Awife. Wenn man mal überlegt, dadurch, dass Stani ja, glaube ich mal, solche Videos die wahre Wahrheit über AVIVE.HD und über iCrimex hochgeladen hat. Ich glaube, das hat den beiden nicht so wirklich gefallen, dass du so ein Video gemacht hast, Stani, aber ja gut. Könnte vielleicht daran liegen, könnte aber auch noch mehrere Gründe haben. Wer weiß. Ne? Weil der hier komplett durchdreht. Aber ich werde jetzt erstmal schnell zu Alpha Stein gehen und gucken, was er mir unbedingt zeigen will. Junge, Alpha Stein dreht die ganze Zeit durch. Er schreibt die ganze Zeit in den Chat: Beeil dich, beeil dich. Es könnte natürlich sein, dass sich jede Sekunde hier ein anderer YouTuber einloggt und der das nicht sehen dürfte. Deswegen müssen wir jetzt wirklich hinmachen. Aber das Problem ist, ich muss hier mal wieder den ganzen Berg hochlaufen und das dauert natürlich. Okay, wo ist denn Normal. Alpha Stein hier? Wir sind jetzt quasi hier bei der Dreizack-Base von uns. Aber Alpha Stein sehe ich hier noch nicht. Vielleicht ist er bei Flauschis Haus. Ey, was? Ich bin so gespannt. Ich hab irgendwie eine böse Befürchtung, ich sag euch ehrlich. Mein Bauchgefühl sagt, dass sich eine böse Befürchtung anbahnt für Stani und das ist auch nicht böse gegenüber Stani oder so gemeint, aber das Ding ist, ich merke das irgendwie, dass wenn Alperstein sowas vermitteln will, dass er, glaube ich, wieder nur Ärger machen will.
gespannt, was er hat. Ey, was denkt ihr denn, was Alphastein uns hier zeigen will? Das muss ja was so Heftiges sein. Da ist er doch, da ist er doch. Alfi! Alfi! Steady! Na, Verbündeter! Steady, es ist wichtig! Was ist denn los? Bro, warum bist du so aufgeregt? Komm mit, schnell jetzt, wirklich hier. Ich habe was richtig krass Geheimes gefunden. Okay, okay, Bro. Du erstmal was richtig Heftiges bei Flauschi, okay? Erstmal wer hier. Etwas klaut, legt sich mit mir an. Dem Herzenclan oder was? Okay. Ich habe Kartoffeln hier mitgenommen. Hast du geklaut hier? Ja, guck mal, was die hier. Die kann einfach schon Level 30 verzaubern. Ja, das weiß ich schon. Oha, ich könnte Effizienz 4 aufmachen auf meine Pickaxe. Okay, yeah. Nice. Wie, du hast die Base von einem YouTuber gefunden? Bro, Alpha Chess. Daddy, ich hab die Geheimbase von einem Feinden von uns gefunden, muss ich dir noch erzählen. Bro, laber. Wirklich jetzt, kein Witz. Okay, wer ist es? Bro, welcher Feind ist es? Junge, du bist wie ein Spürhund, Alpha Stein. Johnny, ich kann dir das, ich glaube, ich kann das euch nicht sagen. Ich glaube, du hast mich angelogen, Johnny. Nein, ich habe dich nicht erzählt. Ich habe dich nicht angelogen, Alphastein. Ich würde dich niemals anlügen. Du bist doch mein bester Freund hier auf der YouTuber-Insel. Alphastein. Mein bester Johnny, Freund Alfie. Ich glaube wirklich, ich habe die Vermutung, du hast mich reingelegt. Ich habe dir meine geilen Base. Hä, was hat er denn getan, hä? Warum fängt er denn jetzt wieder so an? Oh mein Gott. Gesagt, aber du mir nicht komplett deine. Hä, ich hab dir gestern Wolle und alles gegeben. Ich hab dir doch meine Geheimbase gezeigt. Aber wo sind die Dias? Wo sind die ganzen Emeralds? Wo ist das Gold? Du hast mir nicht die Junge, guck mal meine Rüstung an. Ich hab selber, guck mal, ich muss hier bei Flauschi, muss ich die Öfen benutzen. Ja, die hat nicht mal Dings. Ich werde dir nur die Geheimbase zeigen, wenn du mir auch deine Geheimbase zeigen wirst. Gib mir das Versprechen. Ja, okay. Okay, ich geb dir das. Du musst mir deine Geheimbase zeigen, wirklich, okay? Ja, okay. Okay. Dann zeige ich dir jetzt die Geheimbase von iCryMan. Was? Aber kein. Ja, genau. Bro, was ist da alles drin? Was ist in der Geheimbase von Max? Wenn du wirst, der hat da richtig krass so Pärchen versteckt, Goldäpfel und so. Die liegen da einfach rum. Bro, Leute, sollen wir Max beklauen? Alter, Alfie, ab hin da! Alter, Stani, was warst du schon wieder für einen ehrenlosen Move? Ich will gar nicht wissen, wie das noch ausgehen wird. Du wirst mir deine zeigen, okay? Safe, Alphastein, ey. Du musst deine sehen. Ey, du bist wie ein Spür und ich kann's nicht glauben, Bro. Was ist das denn hier? Das ist ja hier eine Übel. Ja, das ist die Burg von denen. Irgendwie ist hier Kenny der Hausmeister oder so. Kenny ist der Hausmeister, ja, okay. Du machst hier die Gartenarbeit. Ja, das sieht ganz cool aus hier, die Burg, aber ja. Hier auf jeden Fall ist die Base von Max und hier in seiner Base hat er noch eine Geheimbase. Ja, okay, aber das ist jetzt ja nicht so geheim hier. Das ist ja eigentlich öffentlich irgendwie. Nein, ja, das ist noch öffentlich, okay, aber ich habe hier die weitere Geheimbase gefunden. Bericht des Tages: Goldapfel für ein Crimex von Candy. Lass dich mal einen Goldapfel drin. Lass dich mal einen Goldapfel drin, Bro. Krass. So. Kenny geklaut. Okay, willst du jetzt wissen, wo die Geheimbase ist? Ja, ich will jetzt wissen, wo die Geheimbase ist. Wie hast du die gefunden, Alfie? Ich hab meine Kontakte, Stani. Du weißt doch, ich bin die Kriminelle auf der YouTube-Insel. Oh, sehr gut. Haben die hier Dings? Oh, guck mal, ey, die haben hier sogar Dings. Junge, die haben hier mit Lava haben die hier gebrannt. Hä? Ach, ja, ja, mit Lava. Yo. Aber Alfie, wo ist denn jetzt hier? Aber nicht, dass Herr Paulberger uns verrät, wenn wir jetzt in Max Geheimbase reingehen. Stani, ich habe eine Idee, was wir machen könnten. Wir könnten ihn einfach entführen. Nein, hör auf, Mann. Alfie! Dann haben wir Max. Ich muss uns alles geben, was du besitzt. Alle seine Dias, wenn wir den Hund mitnehmen. Alfie, du bist zu kriminell. Ich sag dir ehrlich, zeig mir lieber die Geheimbase. Ich würde das machen mit dem Hund. Egal, ich zeig jetzt die Base. Und falls sie irgendwo 31er. Hier in diesem Raum versteckt, kannst du dir schon vorstellen, wo? Nee. Die kann man nicht mit bloßem Auge nee, sehen. Nee, also ich hab keine Ahnung, wo die Geheimbase sein soll. Dafür braucht man wirklich Insiderwissen. Und zwar guck mal jetzt, okay? Aber ganz langsam. Lass das niemandem sagen und nicht auf YouTube zeigen, okay? Ja, okay. Ich zeig's nicht auf YouTube. Und du zeigst mir gleich auch deine Geheimnisse. Ja, okay? Ja. Safe, Ivy. Safe. Guck mal. Da geht's weiter. Na. Oh mein Gott, du hast recht, Ivy. Du hast recht, Ivy. Junge, was ist in den Kisten drin, Ivy? Guck aber nur mal. Nein. Nein. Da. Ich klau das jetzt! Ich klau das auch! Ja! Oh mein Gott.
Das war eine geheime Kiste und ich hab, da waren noch Diamanten drin, die habe ich auch schon geklaut. Was? Warum gibst du mir keinen Diamanten ab? Die gebe ich dir jetzt in der Geheimbase, wenn du mich dahin bringst. Ivy, ich hab doch dir schon die Geheimbase gestern gezeigt. Hey, du hast doch eine, ich bin mir sicher, du hast mich angelogen. Nein, guck doch meine Videos, ich hab nur eine Geheimbase. Schön, was soll das? Versprochen wird auch nicht gebrochen. Jetzt habe ich hier extra so einen Aufwand gemacht, das ist gar nicht Backspace, ich habe das doch selber versteckt. Wie? Ich dachte, jetzt zeigst du mir deine Base, aber du hast ja wirklich keine. Komm, lass uns Herr Paulberger klauen. Jetzt schon. Paulberger, komm mit. Warte. Das unterschreibe ich nicht mit meinem Namen. Doch. Oh, guck mal, Herr Paulberger hat uns lieb. Warum steht der nicht auf? Steh auf. Ich glaube, nur Max kann das machen. Paulberger, steh auf. Oder wir planen das. Ich habe einen besseren Plan. Ja, lass das planen, Bro. Komm, wir... Oh mein Gott, lass... Oh, was ist das hier? Lass Herr Paulberger entführen morgen. Das machen wir morgen. Wir nehmen den mit. Wir nehmen den mit, Junge. Leute, dürft das Max nicht sehen. Ja, ihr dürft das auf jeden... Ey, wenn die das Max sagen, dann wird er wahrscheinlich Herr Paulberger in Sicherheit bringen. Aber Herr Paulberger ist bei uns eh sicherer. Ich sag dir ehrlich, Alphastein. Ich würde den richtig krass füttern, ich habe so viele 6000. Solche 31er. Ja, guck mal, ich gebe dir jetzt noch was, der Paulberg. Hauptsache Hund klauen und dann die ganze Zeit noch Scheiße bauen. Oh, Jesus. Ich sehe schon, komm, das wird wieder Ärger geben, das wird wieder Krieg geben. Oh, Jesus. Ja, Herr Paulberger. So ein Feini. Ja, okay, lass das machen. Was machst du jetzt noch, Alphastein? Ich werde meinen Steinturm weiterbauen jetzt für den Alpha Club. Sehr gut, mach das, Alphastein. Ich werde mich jetzt OP verzaubern. Let's go. So, okay. Ey, Leute, ich sag euch ehrlich, mit Alphastein haben wir wirklich einen sehr, sehr stark Verbündeten. Das ist ja einer mit der besten Spieler hier auch auf der YouTuber-Insel. Und wenn wir jetzt doch extrem stark verzaubert sind, dann wird niemand mehr eine Chance gegen uns haben. Ich sag euch ehrlich. Und wenn wir dann noch Herr Paulberger entführen, oh mein Gott, Leute, dann muss... Keiner wird mehr eine Chance gegen euch haben. Ich glaube, Viper D nimmt das Ganze aber inzwischen ernster als ihr beiden. Ich glaube, der hat gar keine Lust mehr nach dem, was gestern bei ihm abging. Ich glaube, der ist so richtig angepisst. Der ist raus. Max endlich zur Besinnung kommen, Leute. Und ich hoffe, dass Max denn endlich mal vernünftig wird. So, ich brauche mal kurz hier die Kiste von Flauschi. Und hier haben wir sogar noch einen Diamanten drin. Und natürlich meine Diamantspitzhacke. Ich muss mal noch mal kurz gucken, was man auf der Diamantspitzhacke verzaubern kann. Alter. Glück 3 wäre natürlich babamäßig. Ja, aber Effizienz 4. Obwohl, Effizienz war auch nicht so schlecht, Leute. Aber dann bräuchten wir auch Reparatur drauf. Nee, lohnt sich, glaube ich, nicht so. Mann. Ich würde nämlich jetzt, Bro, ich brauche unbedingt Glück 3 auf die Spitzhacke. Oh, Wasseraffinität ist gut, Leute, nimm mal mit. Wasseraffinität, Wasser, oh, Wasserläufer ist eigentlich auch nice. Boah, damit könnten wir über Wasser abhauen, Leute. Boah, das wäre echt krass, Mann, ich muss das mitnehmen. Wasserläufer 3 ist absolut overpowered. Let's go, nehmen wir auch noch mit. Band 3, nee. Schärfe 2. Oh, bitte. Ich brauche einmal Glück, Leute. Treue. Ah, Leute, ich brauche doch einmal Glück. Ich brauche Glück, dass ich mir eine Full-Dia-Rüstung machen kann. Dann würden wir heute echt gut vorankommen. So, wir haben hier auch noch ein paar Bücher dabei. Zur Not habe ich ja auch noch extrem viele Bücherregale. Also irgendwie muss hier Glück 3 rauskommen. Bitte. Glück. Nee, natürlich nicht Glück 3. So, ich werde jetzt so lange verzaubern. Wir haben ja eh 28 Level. Da können wir so viel verzaubern. Und da werde ich jetzt gucken, dass wir irgendwas Gutes kriegen. Oder Schutz 4 oder so wäre natürlich auch nice. Oder irgendwas für einen Bogen oder so. Zack, ja super, jetzt habe ich natürlich hier keine... Geht das hier? Ja, geht so, okay. Jetzt habe ich natürlich keine Axt dabei, ist aber egal. So, zack, einmal weg hier. Bücher. Ich sag euch auch, wir müssen in unserer Geheimbase auch noch ein Verzauberungstisch hinbauen, hundertprozentig. Dass wir direkt an unserer Levelfarm verzaubern können. Wasseraffinität nochmal, das könnten wir vielleicht SU geben, das wäre auch ganz gut. Durchschuss. Ey, ich krieg auch echt die größten Müllverzauberungen. Das kann doch nicht wahr sein. Bitte. Harpune 2. Gib mir doch mal was Vernünftiges. Harpune, Junge. Wer braucht denn Harpune als Verzauberung? Ja, effizient ist nice. Brauche ich aber nicht. Atmung 1 auch. Ist alles nichts, Leute. Haltbarkeit Schutz 1, 3, Treue. 3. Also ich sag euch, wie viel Pech kann man bitte mit Verzauberung haben? Du, das ist wirklich... Feuerschutz 2. Leute. Wir haben ja so viel Pech. Oh mein Gott. Warte mal. Ich muss jedes Mal eigentlich... Oh, Haltbarkeit 3. Wartet mal. Boah, das Ding ist, Freunde, wir haben jetzt schon so viele Level verloren.
Und wir hatten nicht einmal Glück 3 dabei gehabt, ne? Ich habe jetzt nur noch 20 Level. Ist zwar jetzt nicht stark. Boah, Stärke 3. Boah, Stärke 3 wäre schon... Nee, Stärke, wenn dann Stärke 4. Ich glaube, Stärke 3 lohnt sich jetzt zu verzaubern. Extra, wir müssen jetzt hier leider noch einige Bücherregale kaputt machen. Also ich werde jetzt alle Level aufbrauchen. Egal, kostet es, was es wolle. Ich muss mich OP verzaubern. Weil das Ding ist, Freunde, wenn wir dann mit Glück 3 auf Diamantenjagd gehen, dann ist easy, Leute. Weil Diamanten sind hier zu selten auf der YouTuber-Insel. Das lohnt sich nur mit Glück 3, Spitzhacke. Anders lohnt sich das gar nicht mehr. So, ich hoffe jetzt, dass wir jetzt vielleicht Glück haben. Komm, bitte, bitte, bitte. Weiß ich nicht. Effizienz 4. Effizienz, ey, ja, super. Effizienz ist gut, aber brauche ich nicht. Bitte. Boah, Verbrennung 2 wäre wichtig. Verbrennung 2 bräuchten wir aufs Schwert. Oh, oh Gottes Willen. Ich brauche aber Glück, Freunde. Wir brauchen auch gute Rüstung. Die Frage ist, lohnt sich jetzt auf Verbrennung zu gehen, das mitzunehmen? Eigentlich schon. Weil wir müssen ja, wir brauchen ja auch OP-Verzauberung. Ich sag euch, ich werd's holen. Ich werde jetzt einmal in die Geheimbase gehen. Dann werden wir Level farmen und dann werden wir uns heute... Ja, dann werden wir uns heute krasse Verzauberung holen. Ich denke mal, das ist ein sehr guter Plan. Boah, ich würde gerne den Verzauberungstisch mitnehmen von Flauschi. Aber ich denke mal, wenn wir den mitnehmen, dann wird die wahrscheinlich absolut ausrasten. Wir nehmen den lieber nicht mit, Leute. Das gibt absolut Ärger. Und Flauschi hat ja auch mit der ganzen Sache hier nichts zu tun, Freunde. Die baut hier ganz friedlich ihr Haus und so. Und ich will die jetzt natürlich auch nicht in irgendwie, ja, hier in schlechte Sachen mit reinziehen. Wisst ihr, was ich meine? So, wir sind jetzt hier bei unserer Base zu... Ja, OP verzaubern ist ja nicht schlecht, das sagt ja auch keiner. Aber man muss halt auch gewissermaßen aufpassen, was man macht, ne? Also, das ist halt so ein Spielchen mit dem Feuer, könnte man sagen. Zurück in unsere Geheimbase und hier werde ich jetzt erstmal noch die Schafe einmal füttern. Nämlich, ich habe hier direkt die Getreide mitgenommen, dass sie sich schön verpaaren. Und das Gute ist auch, wenn die sich hier paaren, dann kriegen wir ja nochmal zusätzlich Erfahrungspunkte. Nebenbei droppen gleich schon unsere Skelette runter, die dann quasi Eiszombies werden, wo wir dann nochmal deutlich mehr XP machen. Das ist halt auch extrem gut. Und während die hier gerade runter droppen, Freunde, werde ich nämlich jetzt auch ein bisschen was fertig bauen. Und zwar, ich werde hier, das werde ich hier lang bauen, Freunde. Wir werden jetzt hier noch ein Weizenfeld bauen, dass wir quasi die ganze Zeit für die schönen Schafe hier quasi genug Materialien haben, dass wir Weizen anbauen können. Das Ding ist, wir haben hier nur keine Erde mitgenommen. Ey, die kleine Paulbergerin hier raus. Ey, die kleine Paulbergerin raus. Rein da wieder. Rein da wieder. Oh mein Gott, die Paulbergerin raus. Nein, 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 nein. Warum rennt die raus? Ey, bleibt da drin, bleibt da drin. Oh Gott, ich wusste gar nicht, dass die durch hier ein durchrennen können. Aber gut, okay, die sind wohl doch ein bisschen schneller, als ich gedacht habe. Müssen wir wohl ein bisschen aufpassen. Ich wollte aber hier so einen kleinen Raumteiler reinmachen, dass man die auch sieht. Deswegen habe ich da so ein bisschen abgebaut. Aber jetzt wird hier quasi erstmal noch so ein zweiter Raum entstehen, wo wir dann komplett Getreide anbauen. So, Leute, ich bin jetzt hier immer noch gerade am Abbauen. Ich zeige euch jetzt mal die Base, was wir alles gemacht haben. Und zwar, ich habe die erstmal deutlich vergrößert. Und zwar, irgendjemand von den Jungs muss hier Hühner reingebracht haben. Die Hühner habe ich jetzt auch erstmal in ein Gehege gebracht. Hier haben wir unsere Schafe. Die Schafe nutzen wir natürlich auch hier zum Leveln, beziehungsweise... Aua. Ey, warum habe ich gerade Schaden bekommen? Ey, lass bitte mal rein. Junge, die sind mittlerweile so viel. Die nutzen wir natürlich zum Leveln und natürlich zum Wolle herstellen, weil damit können wir dann im Nether nach Netherite suchen. Das ist natürlich absolut overpowered. Ja, das stimmt. Da kann dann nämlich... Jeder wird die Strategie ja schon kennen. Du gehst ins Nether, dann tust du quasi ein Bett platzieren, baust dich ein bisschen zu und dann zündest du das ganze Ding. Und wenn du Glück hast, dann kriegst du Netherite. Sobald man hier Netherite hat und ich werde jetzt mal hier... Guck mal, wir haben schon 37, boah, ich kann, glaube ich, schon so viele Betten damit machen, Leute, das ist absolut crazy. So, ich werde mal hier noch ein paar mitnehmen, weil ich glaube, wir brauchen ja pro Bett immer nur 2 Wolle. Das ist so geil, das ist eine Level-Farm und eine TNT-Farm fürs Nether. Besser geht's ja gar nicht. So, die haben wir jetzt hier alle einmal abgeschoren. Wir haben jetzt 60 Wolle. Dann kann ich hier nebenbei diese ganzen Eisskelette killen. Deswegen, ich bin jetzt auch schon wieder Level 31, beziehungsweise gleich Level 32. Wenn ich gleich Level 32 bin, werden wir wieder hochgehen zu Flauschis Fisch. Und dann werde ich mal gucken, was wir da machen können. Und dann habe ich noch überlegt, ob wir vielleicht sogar ins Nether gehen. Weil ich habe ja so viel Wolle, da könnte man eigentlich theoretisch noch ein bisschen was im Nether machen. So, einmal weg hier. Zack, zack, zack. Letzten hier noch. Boah, guck mal. Junge, wie viel XP wir machen. Das ist nicht mehr normal, Leute. Guck mal, Level 32 hier nebenbei. Und das Krasse ist, das muss ich gleich auch noch zeigen. Warte. Hier noch die letzten. Wir machen natürlich auch richtig viel Zeugs. Skelette, Dings, alles drum und dran. Und am wichtigsten,
sind diese Verlangsamungspfeile, Leute. Damit können wir nämlich Gegner... Oh, nochmal Stärke 1 Bogen, auch geil. Damit können wir nämlich Gegner verlangsamen, Leute. Das ist auch so geil, meiner Meinung nach. Ey, die Kiste ist auch mittlerweile voll. Die müssen wir hier noch ein paar mehr Kisten hinbauen. Wir brauchen hier auf jeden Fall noch deutlich mehr Materialien hier unten. So, vielleicht sind wir auf 33. Okay, mein Steinschwert ist kaputt, egal. Aber hier hinten wird noch so ein Getreidefeld angebaut. Dann haben wir nämlich für die Tiere auch mehr als genug Essen da. Also hier ist alles vorrichtig, das ist so geil. Wir werden jetzt zurückgehen zu Flauschis Verzauberungstisch und werden da mal gucken, ob wir vielleicht noch ein bisschen weiter verzaubern können. So Leute, wir sind jetzt zurück hier am Verzauberungstisch und ich hoffe, dass es jetzt mal ein bisschen krasser wird. Wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal Verbrennung 2, was ist sehr, sehr starke Verzauberung. Da gönnt man sich die geilen Verzauberungen rein auf Schwäbisch. Köstlich möchte ich. Verzauberung ist. Ich hoffe, Durchschuss, Bro. Was sind denn das alles für Verzauberungen, Leute? Ich check's nicht, ey. Also, das ist wirklich, ich habe eine Schutz 3. Ist jetzt auch nicht die Baba-Verzauberung, sag ich ehrlich. Schon wieder Treue. Ich habe keine Ahnung, was mit den Verzauberungen los ist, aber das, was wir hier kriegen, ist wirklich. Stärke 3 wäre gut. Absoluter. Ey, das ist wirklich Schmutz, Leute. Ich sag euch, Re-Rap. Also, ich feiere das gerade gar nicht. Glück 2! Oh! Glück 3 wäre gut. Ich würde diese Glück 2 Verzauberung nehmen, sag ich euch ganz ehrlich. Warte mal, kann ich das auch im Buch machen? Kann ich Glück 2 hier? Nee, schade. Ich nehme die Glück 2 Verzauberung, ist schon mal ganz gut. Das Ding ist nur, dass wir ein Problem haben, Freunde. Und zwar, wir brauchen jetzt wieder 30 Level und ich habe jetzt wenig Zeit, nochmal runter zur Base zu gehen. Ich werde jetzt Folgendes machen. Wir werden nämlich jetzt, wir haben noch, warte mal, ich gucke gut auf, wir haben noch 18 Minuten. Mies. Und die Zeit werden wir nutzen. Ich brauche leider noch ein bisschen, das ist auch wieder so ärgerlich, Freunde. Ich brauche unbedingt noch ein bisschen Eisen. Ich habe die ganze Zeit irgendwie Eisenmangel. Also ihr seht es auch, ja, das Ding ist auch, die haben ja auch alle Eisen geklaut, ne? Ich glaube nicht, dass ich da oben noch was habe. Viele haben ja auch Eisen geklaut gehabt in der ersten Folge, weil die immer an meiner Base vorbeigegangen sind und einfach das Eisen aus den Kisten rausgenommen haben. Aber ich will Ziel heute wenigstens noch Netherite finden im Nether. Das wäre natürlich babamäßig. Ja, ich glaube, es wird schwierig. Ich habe gerade in meine Base geguckt. Ich habe kein Metall mehr, kein Holz mehr, kein nix, ey. Das ist... Oh Gott, der hat mich fast runtergekickt. Der hat mich fast runtergekickt, dann wäre schon wieder down gewesen. Also dann hätte ich schon wieder Level verloren, alles. Hätte ich schon wieder Schnauze voll gehabt. So, wir gucken jetzt nochmal hier. Aber hier hat man sich ja auch... Hier hat der Vive meine ganzen Sachen rausgeklaut. Und ja, okay, das Eisenschwert nehmen wir nochmal noch mit als Ersatz. Das Schild können wir auch mitnehmen. Aber ansonsten hat man ja hier auch, ihr seht, Freunde... Hier wurde auch mal wieder alles aus der Base zerstört. Geil, geil, geil. Feier ich richtig, Leute. Also das ist so frech, ey, was die mit mir machen. So, ich werde jetzt Betten machen. Betten, zack, hier. Einmal rüberziehen. Einmal rüberziehen. Okay, das war's schon. Mehr Betten können wir gar nicht machen. Okay, krass. Warte mal, ich glaube, ich schmeiße jetzt mal. Warte mal, das können wir stacken. Das können wir eigentlich wegwerfen. Dass wir möglichst viele Betten haben. Und dass wir halt auch viel kaputt machen können da. Weil umso mehr wir platzieren, umso höher ist natürlich die Chance, dass wir Netherite kriegen. So, wir haben jetzt hier nochmal ein bisschen Metall, das was wir mitnehmen können. Aber ich würde auch fast sagen, Leute, das ist durchgebrannt, das reicht. Ja, eigentlich reicht das, ich sag ehrlich, Leute, eigentlich reicht das. Das sollte, also ich denke mal, ein Netherite sollten wir auf jeden Fall locker finden. Hoffentlich schaffen wir es noch in der Zeit. Wir sind jetzt auch schon mittlerweile wieder Level 27. Den Rest lasse ich da stehen, das ist ja eh hier in der Base. Wir müssen jetzt nur zusehen, dass wir schnell ins Flauschis Haus kommen. Und ich muss sagen, anderthalb Stunden geht halt absolut schnell vorbei. Ne? Das schafft man so wenig. Ihr habt gesehen, ich habe gerade mal ein bisschen geschafft, die Base auszubauen. War kurz bei Alphastein. Und den Rest habe ich eigentlich nur verzaubert und bin hin und her gelaufen. Ey, das ist Katastrophe. So, das wird auch das erste Mal sein, dass ich jetzt auf der YouTuberinsel 2 ins Nether gehe. Relativ spät, muss ich sagen. Also ich war vorhin schon einmal kurz drin gewesen, aber ich habe nur geguckt, wo wir hier spawnen. Und wir spawnen hier relativ gut sogar, weil wir sind hier nämlich direkt am Anfang. Und wir müssen jetzt auf die Stufe... Oh, Gottes Willen. Okay, da geht es auf jeden Fall sehr, sehr tief runter. Ich muss mal gerade überlegen, wie wir es am besten machen, weil wir müssen auf Höhe 15. Da sollten wir nämlich anscheinend das meiste Netherite finden. Also ich hoffe auch, kommen wir hier irgendwie runter? Nee, irgendwo... Hat hier doch keiner einen Weg runtergebaut. Die waren wahrscheinlich alle zu faul. Ich will auch gar nicht so weit weg hier vom Spawn. So sieht es eigentlich gut aus. Wir sind jetzt auf Höhe 61. Und jetzt baue ich mal ein bisschen runter hier.
Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus, Freunde. Ja, Gold könnten wir auch mitnehmen, aber ich habe es gerade kein. Okay, das sieht nicht so gut aus. Das sieht weniger gut aus. Wenn unter uns Lavaquelle ist, ist das sehr schlecht. Bro, aber unter uns ist alles voll mit Lava. Oh, Gottes Willen. Junge, unter uns ist alles voll mit Lava. Das ist echt bad. Ah, ich habe hier eine gute Bahn gefunden, wo wir, glaube ich, gut runtergehen können. Oh, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Boah, wie schaffe ich es auf? Ich schaffe heute echt noch Netherite zu finden. 7 Minuten haben wir noch. Nein, Bro! Warum ist hier überall Lava? Das gibt's doch gar nicht. So, ich laufe mal jetzt an einer komplett anderen Stelle hier auf die andere Seite. Ich hoffe. Ja, guck mal hier. Unter uns ist wirklich ein absoluter Lavasee. Junge, ist das bad. Aber hier waren auf jeden Fall schon viele gewesen. Also ist natürlich auch klar, hier in der Nähe vom Dings, wo also die YouTuber-Insel, die Nether-Portale kommen ja alle ähnlich raus. Und das Ding ist, die werden hier alle. Oh, warte mal, warte mal. Hier könnten wir. Oh, das ist gut. Hier könnten wir rein. Okay, Jackpot, Freunde. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, mich in die Lava reinzubauen. Aber da ist wieder Lava, Bro. Hä? Okay, hier ist keine Lava. Nice, nice, Leute. Okay, wir sind gleich auf 15. Wir sind jetzt hier auf so 20. 20 würde ich sogar lassen. Das ist gute Posi, um Netherite zu farmen. Diamant-Pickaxe haben wir natürlich auch dabei. Geil, geil, geil. Das wird der Gang hier sein, Leute. Das wird der Gang sein, wo wir jetzt ein bisschen sprengen werden. Und ich hoffe natürlich, dass wir dementsprechend auch Glück haben. Ich werde gleich mal das erste Bett placen. Ich muss mal gucken. Wenn du im Nether bist und es ist überall nur Lava, denkst du einfach nur so, what the hell, was ist denn da los? Alter, das würde mich so ärgern und abfucken, ich sag's euch. Gucken, wie das war mit den Betten, Leute. Ich habe das ja ewig auch nicht gemacht. Oh, So, ich place jetzt hier den Block krass. davor. Oh Gott. Piss dich, da mal weg. Hä? Du musst draufklicken, du Depp. Ach nee, warte mal. Wie war denn das? Wie war denn das? Warte mal. Ich kann das Bett placen, so. Dann mache ich so. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube so. Oh Gott. Oh Gott. Bro, direkt Lava vor mir runterkommen. Wo kommt die denn her? Oh mein Junge, Gott. wo kam die denn her? Ich bin Oh. hier full in Lava drinne. Das ist jetzt nicht so gut. Okay, easy. Wieder Lava. Das ist halt das Doofe bei Betten, ne? Das ist hier alles am Brennen, ey. Aber egal, egal, egal. Erste Sprengung haben wir. Junge. Jo! Okay. Okay, wir müssen noch ein bisschen tiefer runter. Ja, das ist nicht gut. Über uns ist halt direkt der See. Und da ist auch das Problem. Wenn wir sprengen, dann kommt die ganze Lava von oben runter. Also ich sage euch ehrlich, dass wir gerade nicht gestorben sind, ist eigentlich auch mal wieder ein Wunder. Weil eigentlich hätte theoretisch auch der ganze See auf uns landen können. Okay, ich baue hier mal wieder rein. Stell das Bett hin. Bisschen Block Abstand, klick rauf, bumm. Ja, so läuft das doch schon mal ein bisschen besser. Können wir hier auch direkt das Ding wegmachen hier. Aber haben wir Netherite? Komm, das wäre natürlich geil, jetzt, wenn wir jetzt direkt Netherite hätten. Aber es sieht leider nicht danach aus. Ja, aber war auch die erste erfolgreiche Sprengung gewesen. Und daher muss man das feiern. Also geht's hier direkt weiter. Er nimmt alles mit, Und Diggi. so werden wir es direkt nochmal machen. So, hier einen Stein hinplacen. Da hinten Bett. Bisschen zurückgehen. Auf Nummer sicher. Und ey, Leute, so läuft das halt babamäßig, ne? Bedrock. So schaffen wir auch ein bisschen was. So, hier ist ein bisschen zu viel Feuer. Das machen wir mal kurz alles aus. Aber auch kein Netherite. Junge! Das Ding ist, wir sind jetzt halt ein bisschen tiefer. Aber wir können jetzt auch nicht höher, Bro. Wir können jetzt auch nicht höher. Wir sind auf 7. Also man findet ja die trotzdem, der Netherite. So ist ja nicht. Ich probiere mal einen Tick wieder höher zu gehen. 1 Minute noch. 1 Minute noch. Okay, easy peasy. Wir stellen das Bett. Ich place hier. Das? Nee, warte. Geht's auch so, Alter. Das ist gar nicht so schlecht. Oh, bitte gib mir doch eine Platte hier. Okay, leider wieder kein Glück auf Netherite. Oh, komm, bitte. Ich place noch ein Bett. Komm, komm, komm. Das schaffen wir noch.
Schnell ein Bett rein, zack. Hier hin. Boom. Netherite, 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 Netherite. Netherite. Kein Glück. Kein Glück. Nein, kein Netherite. Schade. Aber ist egal, ich glaube, wir sind hier auf dem richtigen Weg, auf einem sehr guten Weg. Und Leute, tschüss. Wir werden uns Netherite Rüstung holen. Als erster Spieler auf der YouTuber-Insel, lasst ein Like und ein Abo, das war's gewesen. Tschümmete. Krass, dass Stani denkt, dass er der Erste wäre. Dabei hat schon jemand Netherite und das weiß er noch gar nicht. Eieieiei, da kracht's gewaltig in seinem Ort, Digga. Eieieiei. Naja, gut, Leute, dann würde ich das Video auch an der Stelle beenden. Ich hoffe, euch hat es mir gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne auch noch runterlassen, Leute, würde ich ebenso freuen. Und gerne einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, ich bin Kommentar mal gerne durch. Dann würde ich sagen, euch noch einen wunderschönen Tag an der Stelle. Schönes Halloween. Es wird, by the way, heute noch mal ein Video kommen. Freut euch drauf. Habt noch heute ein schönes Halloween. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Bye.